Minenzombie, du gehörst vergraben, mein Freund. Von dieser Spinne würde ich mich nicht mal beißen lassen, selbst wenn ich zu Spider-Man werden würde. Das ist keine Spinne, das ist nur eine Spinne. Hallöchen und willkommen zu einer ganz neuen Mod mit mir, eurer gelben Tomate, dem Lukoba. Wir sind heute wieder in der Schule und haben neue Monster dabei. Neue Zombies, die sich tarnen. Gefährliche Riesenspinne, Diamanten, die sich rächen wollen. Wir können unsere Freunde erschrecken. Viele verrückte Wesen. Gut, wir sind hier in der Schule. Hier laufen nur Verrückte rum, inklusive mir. Ich habe sogar eine Ratte mitgebracht. Die können wir in einen Riesenboss verwandeln. Auch mit dieser werden wir spielen. Unser Lumpi darf nicht fehlen. Hallöchen. Gemeinsam werden wir uns die neuen Wesen anschauen. Demnach geht es los. Wir sind wieder als gelber Lehrer unterwegs. Der Schulleiter hat gesagt, dass ich hier nicht mehr Mods zeigen darf, weil ich alles kaputt mache. Als ob ich sowas machen würde. Ich glaube, da hat mich verwechselt. Gehen direkt zu unserer Klasse. Hier oben haben wir den ersten Unterricht. Als erstes haben wir neue Zombies. Gehen direkt in unsere Klasse. Da sind auch schon unsere Schüler. Hallöchen, die freuen sich auf unseren Unterricht. Wir haben heute neue gefährliche Zombies dabei. Ich habe was mitgebracht. Wir haben hier eine Truhe. Als erstes haben wir neue gefährliche Zombies. Und ein Roboter, der Zombies jagt, der uns hilft. Schreibt das auf. Als erstes haben wir den Eiszombie. Der spawnt ab sofort in Eisbiom. Und wir bekommen einen Langsamkeit-Effekt, wenn wir in seiner Nähe sind oder er uns ankrapscht. Hey, nicht anfassen. Was ist falsch mit dir? 2 Meter Abstand, mein Freund. Jetzt sei doch nicht so kaltherzig zu mir. Er trägt sogar Eiszapfen auf seinem Kopf. Das ist ja eine richtig frische Friese. Ist dir nicht kalt? Bei mir kannst du dich warm anziehen. Sollten wir den bekämpfen, dann droppt er einen Eisblock. Ein Eiswürfel. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Zu einem Eis fehlt auch ein Stiel. Ich habe ein Stiel. Und zwar mein Schwert. Dann der Kürbiszombie kann überall spawnen. Er trägt eine gruselige Maske. Eine richtige Fratze. Seine Augen rot. Voller Hass. Sollte er uns anfassen, dann bekommen wir den Schwäche-Effekt. Wir sind so schwach, dass wir gar keinen Schaden mehr machen. Das ist doch gar nicht übertrieben. Wir können ihn nicht mal anstupsen. Das ist ja richtig unfair. Ach komm schon. Kein Schaden? Hast du einen Schaden? Mit einem Schwert werden wir den Kürbiszombie in Kürbissuppe verwandeln. Nur schade, dass ich keine Kürbissuppe mag. Guck mal, Big Mac. Ich habe dem Zombie den Kopf geklaut. Kann Lumpi nicht einfach den Zombie fressen oder so? Der frisst doch eh alles. Dann der Sumpfzombie. Der spawnt nur im Sumpf. Sollte er uns bekrapschen, dann bekommen wir den Übelkeit-Effekt. Ich weiß nicht, ob mir durch den Zombie schlecht wird oder weil ich in der Schule bin. Ich bin mir da unsicher. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Dämpfe, die im Sumpf entstehen. Dann Bouldering-Zombie. Tag auch. Was machst du? Hast du auch irgendein Talent? Wow. Hey, 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 hey. Hey, warte! Du kannst doch nicht den Lehrer angreifen. Dieser Zombie kann springen und an Wänden hochklettern. Wie eine Spinne. Nein, hör auf! Springen ist nicht erlaubt. Wir sind hier nicht beim Sackhüpfen. Nicht springen, sonst verletzt sich hier noch jemand. Was zum Teufel tut er? Der ist ja ganz schlau. Du bleibst draußen. Oder muss ich deine Eltern anrufen? Ich glaube, die müssen wir nicht mehr anrufen. Dann der Blätterzombie. Was ist das? Wieso gibt es sowas? Richtig mies. Er spawnt nur im Dschungel, aber ist so leise, dass man ihn nicht hört. Er wird sich anschleichen. Er ist perfekt getarnt. Richtig gefährlich. Weißt du, was du bist? Du bist Unkraut. Es sind Blätter. Können wir den nicht einfach anzünden oder so? Gibt es dagegen kein Pflanzenschutzmittel? Es wird immer besser. Endlich gibt es den ertrunkenen Zombiebewohner. Der spawnt im Wasser und gibt normalen Ertrunkenen den Delfin-Effekt. Wie schnell der ist. Als ob ein Ertrunkener so schnell laufen kann. Guck mal, kleiner Hansi. Ist das nicht dein Vater? Du hast doch die gleiche Nase. Gewalt ist keine Lösung. Mann. Als nächstes haben wir den Mumien-Bewohner-Zombie. Es ist so gut. Den gibt es ganz neu in Pyramiden. Wie cool ist das bitte? Ein Bewohner, der sich in Papier eingerollt hat. Wie die Nase absteht. Deshalb ist das Klopapier in der Schule immer leer. Du kannst dich nicht einfach damit einwickeln. Ich musste neulich schon das Matheheft vom kleinen Hansi verwenden. Er ist in Papier eingewickelt. Es ist wie ein Geschenk. Ist da was drin? Da war nichts drin? Och, komm schon. Dann Muskelzombie. Ist ein bisschen scheu. Vor dem müssen wir richtig aufpassen. Der spawnt überall und ist der starke Bruder des Zombies. Und ich bin die schwache Schwester, oder was? Wir sind hier nicht im Sportunterricht. Du kannst mich noch nicht verprügeln. Wie oft wir den schlagen müssen. Da tut einem ja die Hand weh. Das kenne ich sonst nur vom Essen. Los, Lumpi. Hilf mir. Plan B. Plan Würstchen.
Hä? Nein, Lumpi! Was machst du? Komm zurück! Das ist dein Ernst? Fass! Mach ihn fertig! Braves Lumpi! Viele haben geschrieben, dein Hund stirbt eh immer. Niemals! Hey, was? Der Junge schlägt unseren Hund! Hey! Hallo! Hey! Nein! Was ist denn falsch bei dir? Unseren Lumpi angreifen? Bist du komplett wahnsinnig? Dafür wird die ganze Schule von der Schule fliegen. Als nächstes haben wir den Minenzombie. Den Miner-Zombie, den gibt es nur in Höhlen. Er hat immer eine Spitzhacke dabei und eine Lampe auf dem Kopf. Aber der hellste ist er nicht. Ich glaube, er denkt, ich sei Gold. Der will mich abbauen. Ach komm schon, mich kannst du nicht mitnehmen. Ich glaube, mich würde freiwillig eh niemand mitnehmen. Dieser Kollege hat nicht so viele Herzen und wir können Erze, die er gesammelt hat, ihm abnehmen. Die kann er sich nach dem Unterricht wieder abholen. Minenzombie, du gehörst vergraben, mein Freund. Los, Big Mac. Komm schon, hilf mir. Besieg den Blödmann. Was? Nein, ich bin nicht der Blödmann. Was ist denn falsch bei dir? Bevor wir zu den Bossen kommen, haben wir den Roboter. Braucht keine Angst mehr zu haben. Sagt Hallöchen zu unserem Roboter Bob. Der ist nett. Der Bob kann Zombies und Skelette abschießen. Richtig gut. Was zum... Was ist das? Er hat einen Setzling auf Wolle gesetzt? Was ist das denn für ein Hacker? Er schießt rote Kugeln auf die Gegner. Wenn unser Lumpi nicht helfen kann, dann ein Roboter. Der Roboter ist wenigstens nicht so treulos wie unser Lumpi. Bob, dein Ernst? Ich bin kein Zombie. Ich verwandle dich sonst in einen Toaster. Bevor wir zu Spinnen, Ratten und gefährlichen Bossen kommen, habe ich irgendwie Hunger bekommen. Am besten gehen wir zum Schulkiosk. Ich muss unbedingt was in mich reinstopfen. Sekunde mal, was ist denn hier los? Da sind Schilder. Geschlossen, betreten, verboten. Da sind drei Köche und einer von der Kopizei. Was ist da los? Ich hab Hunger. Wieso gibt es kein Essen? Sonst werde ich zum Zombie, mein Freund. Gibt es Probleme, Herr Officer? Ein Dummkopf hat Ratten in die Schule gebracht. Was? Ratten in der Schule? Ja. Also, ich weiß nicht, wovon sie reden. Wirklich nicht. Ich habe noch nie Ratten gesehen. Ich habe nur Zombies in die Schule gelassen. Ratten in der Schule. Das ist doch Käse. Aber kein Problem. Ich bin Rattenfänger. Lumpi und ich werden die Ratten bekämpfen, okay? Wir kümmern uns drum. Team Würstchen und Pommes. Oh nein, ich hoffe, es ist nicht meine Ratte. Als ob meine Ratte in die Küche gelaufen ist. Als ob meine Ratte... Oh nein, da ist sie. Ratti, warum? Warum bist du in die Küche gelaufen? Wenn die herausfinden, dass du zu mir gehörst, dann darf ich nie mehr wieder Lehrer sein. Dann muss ich hier was Anständiges arbeiten. Nicht, dass ich Stress mit Lehrern bekomme. Das ist alles nur ein Scherz. Es ist alles in Ordnung, Herr Officer. Ich habe das Ungeziefer gefunden. Das gehört mir nicht. Es tut mir leid, Ratti, aber ich muss dich besiegen. Ich glaube, da hilft nur die gute alte Schaufel. Kleiner Scherz, als ob ich meine Ratte besiege. Wir nehmen unser kleines Ding in die Hand. Wir lassen sie einfach draußen frei. Ha, stell dir vor, du wärst in der Küche geblieben. Du würdest sterben und wir könnten nie mehr zusammenleben. Ratti? Ratti? Nee, als ob. Komm zurück. Jetzt wird's richtig lustig. Wir werden dich in ein Monster verwandeln, dass du jede Küche auseinandernehmen kannst. Wenn wir eine Ratte in Minecraft finden. Jetzt kommt's. In einem anderen Video haben wir gegen den Anomalie-Enderman gekämpft. Das ist ein kaputter Wither-Enderman. Der kann Blut droppen. Wenn wir daraus eine Spritze basteln und unserer Ratte spritzen, sie wird einen Moment leiden. Damit können wir unserer Ratte in Super-Ratte verwandeln. Bam! Hier, ein neuer Boss. Der Seite an Seite mit uns kämpft. Diese Mod ist einfach so doof irgendwie. Wieso gibt es sowas? Kann ich mich nicht damit irgendwie spritzen? Ich will mich auch in sowas verwandeln. Der eine ist ein Muskelpaket, der andere ist ein Ekelpaket. Super Ratte, rette die Welt. Damit ist die Küche sauber, die Ratte ist weg. Ich muss jetzt leider zum nächsten Unterricht. Schönen Tag noch. Ciao. Lol, da hat jemand sein Dia-Erz in der Kantine vergessen. Herr Bewohner, der gehört mir. Den habe ich fallen gelassen. Ein Diamant. Heute ist einfach unser Glückstag. Einfach abbauen. Er ist explodiert. Ja. Ohne Mist. Eigentlich wollte ich den Fake-Diamanten zeigen, aber ich wusste nicht, dass er alles in die Luft jagt. Ach komm schon. Es ist so bescheuert. Ab sofort gibt es hin und wieder Fake-Dias. Das sind Fake-Dias, die sich rächen, weil wir deren Familie abgebaut haben. Jetzt wollen die mich abbauen. Bewohner, wieso helft ihr mir nicht? Seht ihr nicht, dass ich angegriffen werde? Und bevor wir zum Boss und neuen Spinnen kommen, wir haben ein gruseliges Wesen. Ich weiß nicht, wo unten und oben ist. Mit diesem Mob können wir unsere Freunde richtig ärgern. Er wird uns so erschrecken. Das Bild wird schwarz. Ein Sound entsteht. Ein Smiley. Wir sind vor Schreck gestorben. Egal welche Rüstung wir tragen, wir sind einfach tot.
Ich nehme 10 davon. So viel dazu. Gehen wir zum nächsten Unterricht. Als nächstes haben wir Biologie. Dort lernen wir neue Spinnen kennen. Da sind auch schon unsere Schüler. Hallöchen. Heute unser Thema Spinnen. Seid ihr schon gespannt? Was? Das ist nicht die Häkel-AG? Ich bin falsch hier. Ja. Ich habe hier was mitgebracht. Keiner hat was aus der Truhe geklaut. Wir haben 7 gefährliche Spinnen. Die gehen wir etwas schneller durch. Hey, kleiner Hansi, kannst du mir sagen, was das hier ist? Ja! Oh Gott, richtig, das ist die Wither-Skelett-Spinne. Taucht nur im Nether auf, in den Wäldern, ist richtig schnell und Wither-Skelette bekommen in der Nähe einen Geschwindigkeitsboost. Also wenn ich die Spinne sehe, dann renne ich aber auch ganz schnell. Wir bekommen sogar den Wither-Effekt. Hallo, das K in Copper steht für Karate. Dann die leuchtende Spinne. Das brennt in den Augen. Stellt euch vor, es ist dunkel in einer Höhle und dann taucht sowas Grelles auf. Wie als würde man versehentlich den Dark-Mode ausschalten. Im Wasser ist sie deutlich schneller. Bei der brennen nicht nur die Augen, sondern auch der Körper, wenn sie einen angreift. Schüler, lernt vom Profi, als ob ich mit einer schnellen Spinne nicht fertig werde. Toll. Das ist ja fantastisch. Kann die nicht einfach aussterben? Dann die Eisspinne spawnt nur in Eisbiomen. Sollte sie uns beißen, dann erhalten wir den Langsamkeit-Effekt. Langsamkeit. Das L steht für langweilig. Feuerspinne. Die spawnt auch nur im Nether. Die sieht ziemlich gefährlich aus. Da müsst ihr aufpassen, Schüler. Die kann uns in Flammen setzen. Ja. Aus. Aus. Mach Platz. Sitz. Feuer. Das F steht für voll öde. Da haben wir schon Besseres gesehen. Dann haben wir noch eine Nether-Spinne. Spawnt nur im Netherwald. Ja. Kann es sein, dass die Hälfte fehlt? Hä? Als ob? Was ist das? Das ist keine Spinne, das ist nur eine Spinne. Ich zeige mich heute auch nur von meiner besten Hälfte und werde dich besiegen, mein Freund. Das ist ja ekelhaft. Ich glaube, schlimmer kann es nicht werden. Was zum Teufel? Was ist das? Das ist doch keine Spinne. Was sind das denn für Zähne? Das ist ein ganz übler Unterkiefer. Damit solltest du zum Zahnarzt. Ich glaube, die sollte zu ganz anderen Ärzten. Bei der Spinne bekommen wir den Vergiftungseffekt. Spawnt in Höhlen und auf der normalen Welt. Von dieser Spinne würde ich mich nicht mal beißen lassen, selbst wenn ich zu Spider-Man werden würde. Die würde ich platt treten. Nachdem wir nun viele Spinnen besiegt haben, kommen wir nun zur Königin. Haltet euch fest. Junge, was bist du denn für eine fette Qualle? Das Hinterteil, das ist ja richtig wie widerlich. Nee, halt! Was? Nein, nimm deinen Stachel aus meinem Gesicht. Diese Spinnenkönigin spawnt nur auf einem Friedhof in einer neuen Struktur aus Bruchstein und hat eine Bossleiste. Ich glaube, die ist einfach mehrfach sitzen geblieben. Da braucht man einen riesigen Staubsauger, um die wegzubekommen. Das geht nicht. Aber sollten wir die Spinnenkönigin bekämpfen, dann bekommen wir Spinnenhaut. Mit der Spinnenhaut können wir eine Spinnenpistole craften. Ping, ping, ping. Lol. Wieso können wir denn Blöcke ersetzen? What? Ich glaube, das ist ein Fehler. Moment, Sekunde. Können wir etwa... Aber wir können nicht... Das geht doch nicht, oder? Ich glaube, wir haben ein Problem. Dafür komme ich bestimmt in den Knast. Ich glaube, das gibt Ärger an dieser Stelle. Ganz wichtig. In der nächsten Folge schauen wir uns den gefährlichen Wasserdrachen an. Es gibt über 100 Mobs. Die erste Folge aus der Serie mit neuen Bewohnern und Witherman findet ihr auf dem Bildschirm. Das müsst ihr gesehen haben. Einfach draufklicken. Ich hoffe, euch hat's gefällt. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das war der Lokopa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und Hallöchen.